Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur Reckoning. Und ich glaube, hier gibt es einen Questgeber. Wo ist er? Da hinten ist er. Und hier gibt es eine Ansammlung von... ja, ich bin's. Kennen wir uns? Von ganz vielen Menschen. Flüchtlingen, würde ich sagen. Wo ist denn hier der Questgeber? Ah, da ist er ja. Hallo. Elrond Edman. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe es euch bereits gesagt und ich sage es euch erneut. Wir brechen auf, sobald es irgendeinen anderen Ort gibt, an den wir gehen können. Sagt euren Freunden in Emaire, dass wir, solange die Tuatha unser Zuhause niederbrennen, weiter nach einem Ort suchen werden, an dem wir uns niederlassen können. Elrond, du verwechselst mich mit jemandem. Mal ganz locker bleiben. Erzähl mir erstmal von dir. Ich bin in Kullen aufgewachsen und verbrachte meine Sommer damit, an der Tyvilli-Küste zu fischen. Und als der Krieg kam, schlug ich mich auf die Seite von General Tilera. Möge sie sich selbst vergeben. Möge sie sich selbst vergeben? Okay. Erzählt mir von Emaire. Sie behaupten, sie besäßen kaum Vorräte. Sie wären nicht in der Lage, auch nur das kleinste Almosen zu erübrigen. Aber ich weiß es besser. Ich habe es gesehen. Im Gegensatz zu uns haben sie alles, was sie brauchen. Und noch mehr. Und sie wollen nicht teilen? Das ist nicht nett. Erzählt mir von den verlassenen Ebenen. Wir sind hier sicher vor den Feien. Vor ihnen allen. Wir sind einfache Leute, die keine Bauern im Spiel der Unsterblichkeit sein wollen. Okay. Egal ob Sommer oder Winter. Was Emaire betrifft, so haben die Dorfbewohner klargestellt, dass wir nicht willkommen sind. Sie wären wohl verständnisvoller, wenn sie unsere Nöte am eigenen Leib erfahren hätten. Womöglich, mein Freund, womöglich. Erzählt mir von den Tuatha. Tuatha haben euch angegriffen? Ja, natürlich. Tuatha greifen jeden an, Tilly. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Und ich kenne die Tuatha. Ich selbst habe im Krieg mehr als genug von ihnen getötet. Ich bin Elrond Edman, Anführer dieses erbärmlichen Trupps von Bittstellern. Wir kommen von den Höfen der Tyvilli-Küste. Doch wenn ihr nun dorthin geht, werdet ihr nur noch Ruinen vorfinden. Die Stoßtrupps der Tuatha haben uns dort mit Schrecken überzogen, wo wir am sichersten waren. Zu Hause. Unter uns gibt es Spione, meine Liebe. Und sie müssen aufgespürt werden. Werdet ihr mir helfen? Okay. Woran denkt ihr? Tötet sie! Was sonst? Ich würde es ja selbst tun. Aber ich muss meine Leute anführen. Sie haben keine nennenswerte Hoffnung mehr. Meine Stärke ist alles, was ihnen geblieben ist. Alles klar, ich finde die Spione und ich werde sie für euch töten. Sehr schön. Dann sollten wir unauffällig vorgehen. Es gibt 3 Personen, die ich verdächtige, für die Tuatha zu spionieren. Sie werden in Gold bezahlt. Es gibt keine Belege für ihre Taten. Anret Amphast gibt sich als Rekrutierer des Militärs aus. Froma und Nack hingegen sind Bewohner unserer Lager in der Ebene. Seid vorsichtig. Geht davon aus, dass sie eng miteinander verbunden sind. Seid schnell. Seid erbarmungslos. Alles klar, wo finde ich sie? Anret schleicht meistens in den Schatten der verlassenen Ebene herum. Versucht es in Emaire oder den westlichen Feienlanden. Froma und Nack findet ihr vermutlich in einem der Flüchtlingslager im Osten. Alles klar, Ade. Viel Glück. Ja, das werde ich aber auch alles erst ein andermal machen. Hey, wer hat Hey gesagt? Wir sind nicht in Sicherheit. Nicht einmal in Emaire. Sie wollen nichts mit uns zu tun haben. Gibt es denn niemanden, der uns helfen will? Ich weiß es nicht, meine Kleine, ich weiß es nicht. Einige von uns haben gekämpft, aber die Tuatha, sie dürsten nach der Schlacht. Wir wurden mit Leichtigkeit überrannt und unsere Höfe brannten sie nieder. Verstehe, verstehe. Unsere Männer sind des Krieges überdrüssig. Den meisten, die zurückkehrten, hatte all dieser Tod den Verstand vergiftet. Und dann geschieht auch noch dies hier. No. Versucht es bei Hahn in der Taverne, falls ihr Vorräte braucht. Alles klar. Und das hier ist also Emaire. Wunderbar, wir haben einen Ort erreicht, an dem, glaube ich, die Hauptquest weitergeht. Guten Tag, Reisende. Guten Tag. Aber bevor ich mich da ins Getümmel stürze,
erstmal hier rein. Taverne zum blauen Bären. Da führt mich ja diese Queste hin, die ich da angenommen habe. Gebt mir einfach eine klare Antwort. Ist der General noch in der Wiege des Sommers? Das ist sie. Auch wenn es vielleicht nicht gut für sie ist. Aber die Karten lügen nicht. Sie wird dieses Tor niemals öffnen. So hat es das Schicksal entschieden. Ja. Nun gut. Ich schätze, dann werden wir das Schicksal wohl einfach ändern müssen, nicht wahr? Wer weiß, wer weiß. Mit mir, meine Gute, aber dich spreche ich erstmal noch nicht an, Aline Schier, weil ich möchte erstmal noch nicht die Hauptquest weitermachen. Anrit Amphast, was hast du denn? Ich bin in offiziellem Auftrag unterwegs. Sollte die also nicht von der Alpha-Armee geschickt worden sein, haben wir keinen Grund, miteinander zu sprechen. Anrit, erzählt mir erstmal was über euch. Ich war ein Soldat in den Jahren vor dem Kristallkrieg. Ich sah viele auf den Galafor-Feldern sterben. Man könnte sagen, ich habe meine Lektion gelernt. Und Azeremund? Von dem habe ich noch nie gehört. Nicht? Ist das so? Und erzählt mir jetzt über das Örtchen Emaire. Ich bin als Rekrutierer für die Alpha-Armee hier. Meine Vorgesetzten sind der Überzeugung, dass sich aus der verlassenen Ebene noch immer frisches Blut pressen lässt. Natürlich irren sie sich. Verstehe. Und was habt ihr mit den Flüchtlingen zu tun? Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich keiner von ihnen bin. Der Krieg springt auf vielerlei Arten grausam mit den Leuten um. Jene von uns, die sich das Leid ersparen können, sollten es auch tun. Und nun erzählt mir von den Tuata. Ihr könnt jeden fragen und werdet immer dieselbe Antwort erhalten. Sie sind Tiere. Die sterblichen Völker bedeuten ihnen nicht das Geringste. Für sie sind wir nur Staub. Gesteht eure Spionage. Ich kann's versuchen, ne? Ihr arbeitet für die Tuata. Einfach gerade heraus. Ich versuch's. Ich? Ein Spion? Das ist ja lächerlich. Ihr solltet vielleicht mit dem Trinken aufhören, solange ihr noch einen Rest von Verstand besitzt. Oder vielleicht sollte ich euch auch persönlich aufhalten. Ja, geht nur. Freundchen? Na? Wie gefällt dir das, in mein Schild zu schlagen? Huch! Nee, ich wollte nicht raus. Hallo Spiel, was machst du mit mir? Lass mich da sofort wieder rein. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Na los, komm. Das war's mit dir. Eine alte Rechnung. Okay, das war Nummer 1. Aber zu dem wollte ich eigentlich nicht. Letzten Endes gibt es hier nochmal eine Queste. Ist es nicht ein herrlicher Tag? Oh, wundervoll. Als würde uns Helios persönlich mit einem Lächeln wärmen. Welchem Umstand verdanke ich eure Aufmerksamkeit? Ich kann nur einige wenige Augenblicke erübrigen. Der Göttersturm wartet auf meine Rückkehr. Und er mag es überhaupt nicht, wenn man ihn warten lässt. Ah, verstehe. Oswald. Ottwald. Ottwald Bynotas. Erzählt mir von euch. Ich wurde in der Stadt Rathier geboren, als Weise der Windungen. Doch als ich eines Tages über die Bibliothek der Scholia Arcana stolperte, fand ich in den alten Büchern zu einem neuen Leben. Oh, verstehe, ihr seid Magier. Und was sind bitteschön die alten Windungen? Erzählt mir von den Flüchtlingen. Mein Rat wäre, ihre Sichtweise zu ändern. Dörfer werden eben aufgebaut und niedergebrannt. Es gibt nur ein Ereignis, das unserer Aufmerksamkeit wert ist. Und das ist der Göttersturm. Natürlich bevorzuge ich nicht unbedingt die Gesellschaft anderer. Nehmt zum Beispiel den Anführer dieser Flüchtlinge, Meister Elrod Edman. Er ist barsch, derb und alles andere als ein angenehmer Anblick. Ja, du, er hat sich um einiges zu kümmern, nicht wahr? Erzählt mir von Emaire noch ein bisschen mehr. Es ist ein guter Ort, um den Frieden zu finden, den ich für die Beendigung meiner Arbeit brauche. Auch wenn die Flüchtlinge meine Fortschritte zweifelsohne gebremst haben. Ich bin wirklich kein Freund von Lärm. Mir ist unverständlich, wie es die Feen in der Wiege des Sommers ertragen können, uns derart nahe zu sein. Unser sterbliches Getöse lenkt viel zu sehr ab. Selbst mich. Und Azuremund, wer ist das? Der Name weckt bei mir keinerlei Erinnerungen.
War er auch Schreiber? Na, das weiß ich nicht. Was ist der Göttersturm? Nun ja, der Göttersturm ist das gewaltigste Ereignis, das unsere zerbrechliche Welt je gesehen hat. Er war eine Schlacht, eine Auseinandersetzung zwischen den Feinden. Sie nennen ihn den verdorrenden Krieg. Aus diesem Grund bin ich auch nach Emaire gekommen, um ein Buch zu vollenden. Das maßgebliche Werk zu diesem Thema. Das Dorf ist wirklich nett und ruhig, auch wenn mir die Neuankömmlinge keinen Frieden lassen. Bedauerlicherweise fehlen mir die letzten wenigen Quellen, um die ganze Geschichte erzählen zu können. Die Arbeiten der berühmten Schriftgelehrten Ewald, Dulsten, Kallas und Wildfroid. Einfach unauffindbar. Dabei war ich so nah dran. Das heißt, ich muss wieder was sammeln. Erstmal erzählt mir von der Wiege des Sommers. Ich habe niemals meinen Blick darauf gerichtet. Etwas derartiges wäre einfach nicht schicklich. Ich bin ein Staubling, ein Kind des Todes. Die Wiege des Sommers darf nicht durch meinen Makel befleckt werden. Oh Gott. So, jetzt nochmal ganz genau. Was ist der Göttersturm? Es liegt nicht in der Natur der Feien zu kämpfen. Die Höfe des Sommers und des Winters haben seit Anbeginn der Zeit in Harmonie miteinander gelebt. Etwas Gutes zu vernichten, bleibt wohl uns Sterblichen vorbehalten. Vor 500 Jahren jedoch brachen der Sommerkönig Ysa und der Winterfürst Ohm den Frieden und trugen hier in dieser Ebene eine Schlacht aus. Das Land trägt die Narben noch immer. Ja, so sieht es aus. Wo finde ich diese Dokumente? Ich fürchte, sie sind für alle Zeiten verloren. Und große Geister wie Ewald und Kallas sind selten. Ich vermute, ihre Arbeiten wurden über die gesamte Ebene verstreut. Ja, verstehe. Ade. Möget ihr Ethenes Weisheit finden. Es ist auf jeden Fall wieder eine Sammelquest sondergleichen. Eieiei. So, und das ist der junge Mann, zu dem ich gehen soll. Ich grüße euch auch. Britt Hagney. Ich habe einen Brief für euch gefunden. Kann ich euch helfen? Wenn ihr Britt Hagney seid, eventuell. Es gibt nur wenig Interessantes über mich zu erzählen. Ich bin ein einfacher Scholar. Ich bin hier, um Gelassenheit und Ruhe zu erfahren. Verstehe. Erzählt mir von Emaire. Es war viel Gold vonnöten, um hier einen dauerhaften Wohnsitz zu erlangen, verbunden mit der Zusicherung, dass es nur wenige Fragen geben würde. Ah, verstehe. Und was habt ihr zu den Flüchtlingen zu sagen? Wieso lasst ihr sie nicht rein nach Emaire? Sie sind bedauernswerte Wesen. Ich habe Mitleid mit ihnen und das solltet ihr auch. Ja, das habe ich. Seid ihr also Remund? Wo habt ihr diesen Namen gehört? Der Mann, von dem ihr sprecht, ist tot und sein gesamter Reichtum ist mit ihm gestorben. Verstehe. Seid ihr sicher nicht Azo? Ich sagte doch, ich kenne den Mann nicht. Ich weiß, dass ihr es seid. Genug. Ihr seid ziemlich hartnäckig. Ich verstehe schon. Was wollt ihr? Ich will nichts mehr von diesem alten Leben haben. Nicht das Gold, nicht den Ruf, nicht die Sorgen. Ich habe das falsche Grab angelegt, weil ich es leid war, dass die Leute mich wegen ihres Seelenheils belästigen. Ihr wollt wissen, wo mein Geld ist? Ich sage es euch. Es ist fort. Alles fort. Nur meine Familienringe sind mir noch geblieben. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden und einen Neuanfang machen. Könnt ihr das nicht nachvollziehen? Habt doch bitte Erbarmen mit mir. Okay, mein Schweigen für eure Ringe? Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke, boah, schwer, ne? Schwer. Was soll ich jetzt machen? Eure Tage als Brit sind gezählt. Ich glaube, er macht einfach einen Neuanfang. Und er hat einfach seine Familienringe. Und ich glaube, dass diese Tusnelda einfach mit dem Krass in Zusammenhang steht. Ich lasse ihn. Danke. Es war nie meine Absicht, jemandem zu schaden oder den Bedürftigen zu verweigern, was ihnen zusteht. Aber ich bin nur ein Einzelner und was mir geblieben ist, gebührt meinen Nachkommen. Nehmt diesen Ring. Ich will niemandem etwas schuldig sein. Nicht mehr. Azos Wunsch.
Oh, irgendwas Magisches, schön. Und was werdet ihr jetzt tun als Brit Hagni? Er war mein Gärtner. Nachdem ihn die Tuatha ermordet hatten, nahm ich seinen Namen an. Er war das Einzige, was er besaß, das auch wirklich ihm gehörte. Vielleicht lebt er nun dank mir weiter. Wer weiß, wer weiß. Lebt wohl. Lebt wohl. Mit Itwa Wilford reden. Das werde ich tun. Allerdings werde ich jetzt mal eben schauen. Gegenstände. Azos Wunsch. Dieser Ring gehört Azo Remund, einem berühmten Kaufmann, der von der Tyville-Küste aus arbeitete. Vielleicht reicht es ihr ja, wenn ich ihr diesen Ring hier bringe. Habe ich viel im Plunder? Ja, habe ich. Kann ich bei dir verkaufen? Wird ja auch langsam Zeit. Endlich mal ein neues Gesicht. Ich dachte schon, ich würde mich hier in diesem Tresen in Staub verwandeln. Allein und gelangweilt, nachdem ich mich seit Tagen mit keiner anderen Seele mehr unterhalten habe. Hans will, dass ich hier oben bleibe, weil ich ihm da unten die Ohren voll plappere. Als wäre das etwas Schlechtes. Dieses Dorf ist manchmal ein richtiger Friedhof. Ein paar Gespräche würden ihm guttun. Molly, Yannick, zu euren Diensten. Ich lehre die Kunst der Alchemie. Zumindest das, was sich lehren lässt. Das meiste an ihr ist jedoch eine Gabe. Entweder man besitzt sie oder eben nicht. Verstehe, dann bilde mich doch mal aus. Warum auch nicht? Wenn das schon machbar ist, dann hau rein. Lasst von euch hören. Sehr schön. Du hast dein Talent Alchemie durch harte Ausbildung dauerhaft verbessert. Wunderbar. Aber sonst kann ich bei dir nichts machen? Wagt es ja nicht, mich hier diesem Leben der Einsamkeit und Schinderei zu überlassen. Ich kann euch vieles lehren. Vieles Wichtige. Nur geht nicht fort. Ja, ich glaube, mehr als einmal kann sie mich nicht ausbilden. Aber erzählt mir ein bisschen über die Alchemie. Sie ist ein großes Geschäft hier in der Gegend. Die Magie der verlassenen Ebene hat einige äußerst merkwürdige Zutaten zutage gefördert. So viel steht fest. Ihr werdet ziemlich sonderbares Zeug finden. Mein Vater war Alchemist und hat mich und meine Schwester Lila dazu ausgebildet, sein Vermächtnis weiterzuführen. Lila hasst andere Leute und verbringt die meiste Zeit allein in der Wiege des Sommers. Verstehe. Erzählt mir von Lila, Yannick. Was wollt ihr wissen? Falls ihr vorhabt, Zeit mit Lila zu verbringen, solltet ihr euch zuvor vielleicht darauf vorbereiten. Sie ist etwas Besonderes. Lila hat einfach zu viel Zeit in der Wiege des Sommers mit den Feinen und ihrer Magie verbracht. All dem ausgesetzt zu sein hat, ach, wie soll ich es sagen, ihre Sichtweise verändert. Na schön, sie ist merkwürdig. Da, ich habe es gesagt. Oh, du kannst doch nicht einfach sagen, dass deine Schwester merkwürdig ist. Erzähl mir von Emaire. Es ist langweilig. Ich sage es ja nur ungern, aber die Flüchtlinge sind das Aufregendste, was hier seit Wochen passiert ist. Man sollte doch eigentlich meinen, dass ein Krieg mehr Dramen verursachen würde. Aber natürlich nicht hier in Emaire. Da liegen wir schon zwischen der Wiege des Sommers und Rathir. Und ich verbringe meine Tage damit, die Wolken zu beobachten. Ist auch was Schönes, hör mal. Habt ihr näheren Kontakt zu den Flüchtlingen? Han ist ein Idiot. Er ist derjenige, der den Flüchtlingen den Zutritt zum Dorf untersagt hat. Aber warum? Sie wollen keinen Ärger, nur etwas zu essen. Wasser und ein warmes Bett. Dieser Dummkopf. Ja, das stimmt. Das ist nicht nett. Lasst von euch hören. Natürlich, jederzeit. Ich suche jetzt irgendjemanden, bei dem ich irgendetwas verkaufen kann. Ah, ein sehr düsteres Bild. Und das könnte Rat hier sein, oder? Ja, das könnte es sein. Sehr schick. Okay. Gibt es hier jemanden, an dem ich etwas verkaufen kann? Der hat nur seine Sammelqueste mal willkommen wieder für mich. In Emaire. Hallo, ich bin Orcha Tetran. Die Heilerin dieses Dorfes. Ah, ihr müsst schön. Neu in Emaire sein. Ich vergesse nie ein Gesicht. Gehört ihr zu den Flüchtlingen? Nein, aber ich könnte mal... Nee, ich rede erst mal mit euch. Erzählt mir von Ottwald Binotas. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so besessen ist. Er redet ständig über sein Lebenswerk, als würden andere Sterbliche seine Studien über die Feinen ebenso faszinierend finden wie er. Normalerweise verkriecht er sich in seinem Haus auf der anderen Seite des Weges.
Aber manchmal verbringt er auch ein wenig Zeit mit uns, hier in der Taverne. Ah, verstehe. Und erzählt mir von Emaire. Ich bin mir sicher, ihr habt schon gehört, dass Emaire die Geburtsstätte der modernen Kräuterkunde ist. Ein Quell verzauberter Pflanzen und Fundort wildester Reagenzien. Mich persönlich kümmert das alles nicht. Ich mag einfach die Leute. Hier kommt allerlei interessantes Volk her. Wie Ottwald, der Schriftgelehrte. Wie ihr. Nein, ich langweile mich nie. Nicht in Emaire. Verstehe. Und was sagt ihr zu den Flüchtlingen? Wieso dürfen sie hier nicht nach Emaire? Sie sind eine traurige Karawane. Und ich zumindest glaube ihre Geschichten. Seht euch doch nur an, was die Tuatha jenseits des Meeres getan haben. Und die Götter mögen uns vor dem bewahren, was sie hier anrichten könnten. Was könnte sie denn davon abhalten, Krieger zu entsenden, die uns an unseren eigenen Herdfeuer niedermachen? Die Tuatha werden nicht ruhen, bis sie uns gebrochen haben. Und deshalb dürfen wir das niemals zulassen. Da habt ihr recht. Muss ich irgendwie? Nee, ich brauche keine Heilung. Eine sichere Ade. Reise. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, den haben wir erstmal erschlagen. Das war der Spion Nummer 1. Wo kann ich hier bitte schön verkaufen? Ich kann doch hier drinnen verkaufen. Nee. Oh, hier gibt es einen Gemmenschleifer. Sehr schön. Das hier ist ein nettes Dorf. Ehrlich. Findest du? Irgendwie. Willkommen. Ja, danke schön. Na gut, egal. Pass auf. Ich versuche mal. Ich glaube, ich mache das per Schnellreise. Nö, muss ich gar nicht. Das ist hier ganz in der Nähe. Die ist auch hier rüber gekommen, weil die war doch vorher hier. Nein. Okay, dann ist sie hier ganz in der Nähe. Alles klar. Dann muss ich mich nirgendswohin teleportieren. Die hat sich hier unter die Flüchtlinge gesetzt. Ich bin kurz davor aufzugeben. Sagt, habt ihr vielleicht etwas Neues über Britt Hagney oder seine letzte Ruhestätte erfahren? Er und sein Ring sind fort. Er lebt und ist in Emaire. Ich glaube, ich vertraue ihr einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich vertraue ihr einfach nicht. Verloren in der verlassenen Ebene. Naja, die Suche war es dennoch wert. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welch neues Leben mir die Ringe beschert hätten. Ich denke besser gar nicht darüber nach. Danke für eure Hilfe. Hier ist eine Kleinigkeit für eure Mühe. Man sieht sich. Okay, leb wohl. Quest gemeistert, Belebung der Toten. Sehr schön, dann lass mich jetzt mal schauen, was sich sonst so alles unter meinen Questen hier findet. Sie sind unter uns, das ist das, das sind die Schätze, da muss ich nach Rat hier rein, Reagenzien laufen nebenher. Sammelbeutel zum Sanktuarium. Das geht nach Rat hier. Oh Gott, das ist dieses und Pestschild. Ja, reden wir nicht drüber. Dann erledige ich jetzt diese Questen. Einen davon hatte ich ja schon. Und das nächste geht hier nach ganz unten. Nach Neukulm. In die Nähe von Neukulm. So, das machen wir mal weg. Ist die Frage, soll ich laufen? Und schauen, ob ich das ein oder andere unterwegs noch finde. Wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? Ich denke ja. Oh, jede Menge Bargästen.
So, dann kommt mal her. Arkane war gestern. Daneben mein Freund. Ey, du, das hat gesessen. Na los, greif an. Was ist eigentlich der Unterschied zu den normalen Bergästen von den Arkane-Bergästen? Na, egal. Gib mir das, was du dabei hast. Und hier gibt's das Schatzele. Ja, jede Menge, was ich mit Sicherheit zu Plunder packen kann. So, oh ja. Euch hatte ich ja vorhin in Ruhe gelassen. Aber jetzt nicht mehr. Ja, was ist damit mit der Närrin? Hätt's wohl gern, mein Freund. Na los, greif an. Sehr schön. Meine Superpower wurde wieder aktiviert. Ring der Feuerabschwächung. Mein Gott, ich finde hier schöne Sachen, muss ich schon sagen. Wirklich viele schöne Sachen. Und jetzt halte ich mal ein bisschen meine Augen auf nach allem, was sich mir offenbaret. Das sind zum einen erstmal ein paar Gegner. Hallo! Hey, das war gut von dir. Hätt's wohl gern. Aua! Tilly, wo schlägst du denn hin? Was hattest du noch vor zu sagen? Ich hab den Rest nicht mehr mitgekriegt. Da hattest du plötzlich mein Schwert zwischen deiner Kehle. Oder an deiner Kehle. Adi. Hier ist schon mal nichts mehr. Ups, wo hänge ich denn jetzt? Ein bisschen zerklüftet das Land hier vorne, ne? Viel Krams auf dem Weg, aber wahrscheinlich auch viel unnötiger Krams. Ich habe irgendwie schon lange... Ihr habt euch wohl verlaufen. Nein, hab ich nicht. Und wieso taucht du plötzlich vor mir auf? So, schlucke mein großes Schwert. Nicht mehr notwendig. Da ist ja nur einer. Hallo. Ja? Finde ich gut. Freier Manne. Na los, komm, greif an. Oh, ich habe schon wieder sehr viele freie Männerarmbänder gesammelt. Das heißt, ich hoffe, ich vergesse es nicht, einfach mal zwischen den Folgen das Ganze wieder wegzubringen. So, und Hallo. Du bist die nächste Verräterin, ha? Bleib hier. Was wollt ihr? Nähert ihr euch immer irgendwelchen Fremden in der Wildnis? Das ist eindeutig eine schlechte Angewohnheit. Na, du klingst schon wie so eine kleine Spionin der Tuata. Erzählt mir von den Tuatern, Froma. Was für eine Frage ist das denn? Ihr wollt etwas über die Tuata wissen? Dann geht zurück nach Tyvilli. Seht euch die Feuer an, die niemals erlöschen. Dort findet ihr eure Antworten. Und warum? Was hätte ich denn tun sollen? Die Tuata werden weit über Tyvilli hinaus Angst und Schrecken verbreiten.
bis tief nach Dalentat hinein, wenn Sie können. Ich habe es nur wegen des Geldes getan, aber das wird nie wieder vorkommen. Ich gebe euch mein Wort. Ich bitte euch, verschont mich. Können wir sie verschonen? Okay. Auf bald. Wir versuchen's. Alles klar. Aber die dritte im Bunde werde ich erst in der nächsten Folge wohlfinden. Bisher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!